Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie in Sonic Forces. Wahrscheinlich auch der letzte, mal schauen. Aber wir fangen jetzt hier direkt an, hier in Level 29 in Eggman's Empire Fortress Final Judgment. Ja, und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich das schon gemacht habe. Und zwar habe ich schon eine Aufnahme gemacht, aber ja, während der Aufnahme ist es einfach mal gefreezed. Deswegen hatte ich keinen Bock mehr. Das ist sogar jetzt schon der dritte Versuch der Aufnahme. Und ja, der erste Versuch hat mir sowieso nicht gefallen, wegen dem ganzen Fail schon am Anfang. Und ja, deswegen nehmen wir das jetzt einfach nochmal zum dritten Mal auf. Mal schauen, wie lange das jetzt durchhält. Zwar jetzt wieder mit kleinen Lags, so wie jetzt immer, warum auch immer. Und ich bin wieder tot. Geil. Ach Mann. Da will ich mal was aufnehmen. Aber dann komplette Motivation down. Wegen den ganzen Rumgefailer oder so. Da kann ja noch nicht mal meine Schuld sein, weil der geht ja nicht immer wieder zur Seite, wie ich es immer haben will. Wo ich so auf den Boden geslidet habe. Hä? War gerade ein bisschen komisch. Aber gut. Okay. Puh. Aber so weit, so gut. Okay. Überhaupt nicht übertrieben, ne? Aber okay. Puh. Habe ich das auch mal wieder hinbekommen. So. Hier ist eigentlich sogar recht leicht. Hier habe ich auch noch mal ein bisschen gefailt. Bin aber nicht gestorben, sondern nur ab und zu mal gefailt. Weil hier sollte man aufpassen. Kann man die ganze Zeit angreifen, wie man will. Außer es kommen halt diese Elektroschocks oder so. Dann halt nicht mehr. So, jetzt aber. So. Immer schön nach der Reihe nach am besten. Da passt das. So, den ersten haben wir schon. So, jetzt kommt die ins Spiel, da muss man nämlich auch nochmal aufpassen. Das wird mal etwas interessanter dafür. Oh, okay, das war gutes Timing. Nee, das bekomme ich nicht hin. Verdammt. So, jetzt aber. Komm schon. Nice. So, jetzt fehlt noch der eine. Der ist nämlich direkt hier. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal aufpassen. Nein, hätte ich ja im anderen Timing angreifen sollen. So, jetzt aber. Da geht wieder des Öfteren an dafür. Komm schon. Ja, geschafft. So. Ah, hier, jetzt. Das gefällt mir mal, aber es kommt ein bisschen zu selten. Finde ich ein bisschen schade. Gerade solche paar Sachen bin ich am geilsten. Fand ich am geilsten. Aber das war dann komisch. Man läuft ins Leere oder einfach ins Weiße, wie man es auch haben will. Das war ein bisschen komisch. Aber ja, gut. So. Ich bin jetzt übrigens so weit gekommen. Nein, wie gesagt, ich mache die SOS-Level mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt fangen wir direkt an, weil das weiß ich ja jetzt leider auch schon. Deswegen genau zu dem Zeitpunkt, wo ich denke ich mal, Final Boss wird es auf jeden Fall so sein, weil wie gesagt, es sollen ja 30 Level sein und das ist das allerletzte Level. Und ja, ich glaube, da werden wir nochmal so richtig drauf gehen. Das weiß ich jetzt schon, weil gerade bei der vorherigen Aufnahme war es nicht so prickelnd. Aber ja gut, jetzt werden wir was von der Cutscene sehen und ich werde mich jetzt ausblenden. Geschafft! Dr. Eggmans Armee ist offiziell Rührei. Gewonnen! Hm. Ach komm, was denn jetzt schon wieder? Können wir nicht einfach mal gewinnen und das war's dann? Na! Erwischt! Der Festungsreaktor war nur eine Ablenkung. Ein wahrer Sieger behält seine Trumpfkarte bis zum Schluss im Ärmel. Sonic, was ist los? Hier sind nicht weniger Gegner, sondern mehr! Was? Wie können es so viele sein? Bestätigte Sichtungen von Shadow, Metal, Sonic, Sabok, Chaos, Infinite. Tausende von ihnen. Was hast du getan? Ich habe nur den Phantom-Rumin in diesen Netzwerk-Roboter integriert. Aber dann ist die Energieversorgung des Phantom-Rubins nicht mehr angreifbar.
ein unangreifbarer Ruby? Hervorragend kombiniert, Tails. Dieser Deathhead-Roboter hat... Nein! Ich habe Infinite übertroffen und bin jetzt die ultimative Form. Dieser vom Phantom-Rubin angetriebene Deathhead-Roboter wird euch zermalmen und alles wird genauso laufen, wie ich es will. Dein Plan wird enden, wie sie alle enden. Du sitzt in einem Haufen Roboterschrott und fragst dich, wie du nur so komplett versagen konntest. Holen wir sie uns. Das ist doch sein genialer Plan B, wie er erwähnt hat, wo wir danach endgültig Infinite besiegt haben. Aber jetzt scheinen zigtausende Fakes von ihm und allen anderen noch dabei sein. Na toll. Und das ist jetzt wohl der heftigste Kampf überhaupt. Oh Mann. Aber am Anfang gegen Classic Sonic hier ist, naja, aber ist ein bisschen Ganondorf-like, aber ja gut. Akzeptieren wir das jetzt einfach mal. Ja, die Superstars, das ist ein bisschen heftig. Aber man kriegt das schon hin. So. Okay, das ging jetzt sogar recht schnell, als ich jetzt das beim ersten Mal gemacht habe. Okay. Jetzt wird's wieder blind. Ab der Stelle. Ach, Mann, da habe ich jetzt schon sowieso jetzt schon zum dritten Mal anfangen müssen, aber da hätte ich das mal umändern können als ein Asteroid, weil das wusste ich ja gar nicht, dass man da einen Asteroiden da nehmen soll. Weil es wird ja nicht vorgegeben oder so, oder eine Info oder irgendwas, ne? Das fand ich ein bisschen scheiße. Ja, den weicht man einfach hier aus, ich weiß nicht oder so, ob man die irgendwie so anvisieren kann zu ihm. Aber ja, gut. Lassen wir das mal machen, ihn einfach so angreifen. Ich muss mich dann darauf, auf diese spontane Attacke dann vorbereiten auf ihn, wo er dann einfach so... Naja, ihr seht ja dann schon, ich will nicht so viel von ihm weggreifen. Ich bin gesprungen, warum wurde ich trotzdem getroffen? In der Luft. Fand ich jetzt nicht so geil, ne? So. Was macht er jetzt? Achso, nochmal seine... kleine Mini-Raketen hier wegschicken. Oh Mann, trefft mich sogar noch dabei. Hey, ich hab doch noch Ringe eingesammelt. Was ist das jetzt für ein Betrug? Was soll denn das? Also, der Bossfight ist total... Nee. Totaler Müll irgendwie. Das finde ich ein bisschen scheiße. Ja, ey, komm. Hey, ich wurde direkt getroffen. Was ist denn das? Nee, mach mal so. Ich werde das da jetzt da rausschneiden. Das ist ja nervig. Ich komme nochmal mit dem Asteroid wieder und dann sehen wir uns ja gleich. Zwar muss ich das mit Classic Sonic zwar nochmal machen, aber das geht schnell. Also, wir sehen uns gleich hier nochmal bei der Stelle wieder, aber mit dem Asteroiden diesmal. Also, bis gleich. So, hier ist jetzt mit einem Asteroid unterwegs. Hoffe, dass jetzt etwas besser läuft. Also ich will es wenigstens hoffen. Na, greif ihn doch an. Greif ihn doch an, was ist daran so schwer? War gerade irgendwie ein bisschen komisch. Aber okay, gut. Greif ihn doch direkt an. Deswegen verstehe ich das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist irgendwie komisch. Hat das was mit dem Asteroiden zu tun? Ich glaube deswegen... Ja, da geht das. Das geht sogar schneller. Ach, deswegen war das hier sogar empfohlen. Boah, geil. Dann bleibe ich auf jeden Fall dabei. Lol. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Wusste ich gar nicht mehr so genau. Nein! Lol. Dann ist das ja mal richtig geil. Nice. War ja fast für einen kurzen Moment unkaputtbar. Jetzt bin ich fast beim Sterben.
Brauch wieder Ringe. Verpisst euch. Geht da mal weg. Da, Dankeschön. Nein, ich bin schon wieder tot. Ey, Mann. Ich stelle mich gerade übel scheiße an. Ey, was soll denn das? So, inzwischen haben wir jetzt mal ein bisschen mehr als die Hälfte mal schon mal rausgeholt. Ah, Mann. Ich bin aber immer noch so etwas am krepieren. Das macht mich ein bisschen... Naja. Aber ich bin dabei hier. Gerade... Ah, jetzt hat er eine Menge rausgehauen hier. Zum Glück war ich ja diesmal sogar etwas darauf vorbereitet, als von daher. Okay, das ist heftig. Ach du Scheiße. Ja, betreibt noch mehr, ne? Ah, weil ich die Leiste nicht voll hab. Oh Mann, die Raketen, Alter. Ja, komm schon. Ja. Jetzt nur noch Sonic, Alter. Komm schon. Jetzt hab ich's endlich mal geschafft. In dieser Version quasi. Jetzt fehlt noch die dritte. Beziehungsweise, ja. Fehlt ja nur noch eine, weil jetzt müsste ja Sonic kommen, weil es wollen ja drei. Kommt schon. Ne, das ist jetzt nicht schon Schluss, ne? Nach der harten Arbeit. Okay. Der Roboteranzug ist jetzt komplett tot. Und das ist jetzt wirklich ein Death Egg Roboter. Okay. Ah ne, sogar jetzt alle drei, okay. Also in dieser komischen Nullzone oder so, wo wir auch schon beim letzten Mal waren. Ist ein bisschen asozial, ne? Und jetzt ist die Musik wieder cool. Okay, das kann man noch gekonnt recht leicht noch ausweichen. Boah, ey. Heftig. Heftig einfach nur. Okay. Na, was ist jetzt mit angreifen? Kann er mal angreifen? Oder keine Ahnung, kann ich ihm vielleicht mal schaden oder so, wenn es noch möglich wäre? Weil das wäre schon cool, ne? Oder muss ich extra Speed aufnehmen? Ah, ich muss extra Speed aufnehmen. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich muss extra Speed aufnehmen. Ah gut, dann habe ich verstanden. Okay. Dann ist die letzte Phase gar nicht mehr so schwer. Ah, alle drei auf einmal. Beziehungsweise einzeln. Oh, ich spür's. Komm, das muss jetzt geschafft werden. Bitte. Lass mich das schaffen. Es sieht noch gut aus, würde ich mal behaupten. Komm schon. Ich spür's. Und der greift immer wieder so normal an, ne? Deswegen muss man auch ihn nah genug rankommen lassen. Beziehungsweise wir halt selber. Ja, sehr schön. Und jetzt nochmal. Zack. Zack. So. So läuft das hier. Will ich hier mal klarstellen. So, was macht er jetzt hier? Ist klar, ne? Okay. Wirkt trotzdem ein bisschen heftig, so fürs Erste, ne? Boah. Zum Glück habe ich jetzt noch einen richtigen Zeitpunkt angegriffen, ne? So eine Art. Komm, das sieht sehr gut aus. Im Moment. Aber ich mag die Kameraperspektive irgendwie gerade nicht so. Komm, nochmal. Ach, du Scheiße. Ja, komm. Ja, Mann. Es läuft richtig gut, Mann. Komm. Zack. So. Wir brauchen noch mal ein paar Ringe. Naja, Ringe haben wir ja sogar recht genug. Was hat er jetzt vor? Okay. Das kann man noch recht gut ausweichen lassen. Aber ich hätte gerne einen Boost. Beziehungsweise mal die Wisps. Wenn es okay wäre. So, danke dafür. Nein. Oh no. Nein. Als ob. Nein. Das kann nicht sein. Ich werde nochmal einen Cut setzen. Wenn das jetzt wieder des Öfteren passiert, jetzt gerade im Moment. Dann lasse ich nur die Versuche immer aktuell drinne, wo wir immer beim letzten Mal stehen geblieben sind. Das wird noch sehr oft kommen, denke ich mal. Boah, das war knapp gerade. Nein! War so klar.
Komm, ich brauche Ringe, verdammt! Ich will nicht mehr, ne? Ich will wirklich nicht mehr! Ihr seht's! Knapp 12 Minuten! Und ich werde jetzt wieder rausschneiden. So, diesmal habe ich jetzt etwas weiter gemacht. Immer so jetzt. Wo wir beim ersten Mal sogar stehen geblieben sind, würde ich mal ganz stark behaupten. Alter, der geht so ab, ne? Ohne Witz. Ist so krass gerade. Ja. So, diesmal jetzt nicht kommen. Oh, das sieht so wunderbar aus, wenn ich das jetzt fail, ne? Ohne Witz, ey, das ist so belastend jetzt gerade für diesen Moment hier. Nein! Können wir jetzt wieder näher rangehen? Oh, ja, komm, komm schon! Ja, das sieht jetzt gut aus. Ja, ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Haben wir es jetzt? Ja, 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 komm, gib ihn den Rest, Mann. Ja, oh, mir fällt ein Stein von Herzen. Alter, 1K25 Minuten, ey. Oh, ich darf mich aufs Schneiden freuen. Oh, scheiße. Oh, Mann, ey. Das ist jetzt so belastend, aber geschafft. Geschafft. Ja. Ja. Hä? Ist das nicht dieser Negawisps oder so? Oder wie der heißt? Diese Wisp-Art. By the way, diese Wisp-Art gefällt mir. Die ist richtig geil. Hier eine komische Brille, irgendein Halstuch, was weiß ich, irgendwas. Sonic-Schuhe, cool. Ne, das ist Müll. 14,5 Minuten. 14,5 Minuten. Alter, das ist krank. Aber ich hab's geschafft. Und ich glaube, es kommt jetzt gleich eine Cutscene. Okay, ich werde mich ausblenden. Bestimmt wieder. Okay, Leute. Höchste Zeit, Dr. Eggmans Chaos in der Welt aufzuräumen. Und ich rede nicht von den Illusionen, die er uns beschert hat. Wir müssen die echte Welt retten. Unsere Heimat. Genau. Los. Auf geht's. Ja! Yeah! Und das war Sonic Forces. Puh. Also ist so, ich muss wirklich sagen, Alter, der Fight, ich weiß nicht, ob man den als leicht noch einstufen kann. Es kann auch sein, dass ich mich einfach nur übelst dumm angestellt habe. Das sei jetzt mal so mal dahingestellt. Aber ich muss sagen, wir haben es geschafft. Weil ich wollte wirklich nach einigen Parts das Projekt abbrechen, aber dann dachte ich mir, nee, du hast schon in der Vergangenheit genug LP-Projekte abgebrochen, deswegen, genauso wie zum NSMBU-Projekt, habe ich es einfach durchgezogen und das genau habe ich jetzt bei Sonic Forces gemacht. Ah, Mann, ich weiß, dass die Credits jetzt ungefähr knapp mehr als 2 Minuten gehen, deswegen, mal schauen.
Was soll ich sagen? Es ist schön, dass es mal das Sonic-Team oder allgemein Sega erstmal wieder versuchen wollte, mal wieder ein Sonic-Spiel mal herauszubringen. Weil die letzten waren ja nicht so die Bringer. Und es war sehr viel negative Kritik in letzter Zeit so. Und was soll ich bei Sonic Forces so sagen? Am Anfang fand ich es geil, wirklich. Aber so mittlerweile hat das so abgeflacht oder so. Da hatte ich irgendwie so null Bock irgendwie. Ich weiß nicht. Beim Avatar hat es da irgendwie schon angefangen irgendwie, weil es ist zwar schön, den zu kreieren, so customizig-mäßig, aber fast 90% der Sachen waren irgendwie übelster Müll. Und die Levelaufbau von den Avataren, also von den Rekrut, wie es in-game heißt, das waren wie Sonic-Level, also nicht die Classic Sonic-Level, sondern die Modern Sonic-Level irgendwie. 1:1, nur dass es halt so, naja, keine große Änderung. Vielleicht wären das ja noch andere Level vielleicht gewesen oder so. Deswegen, damit man halt einen Unterschied merkt. Ja, das ist halt ein Sonic-Level und das ist halt ein Avatar-Level. Aber nee, das ist 1:1 dasselbe. Allgemein das Prinzip, dass man halt wieder die Welt quasi wieder erobern muss. Also mit den eigenen Territorien, dass man halt die halt wieder zurückerobert. Finde ich eine gute Idee. Allgemeine Story finde ich eigentlich sogar noch auch noch recht gut. Weil die Welt ist komplett im Untergang geweiht und wir müssen halt wieder die Welt wieder zurückerobern halt quasi. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Also wie gesagt, von der Story her. Allgemein die Switch-Variante. Naja, ich habe ja von der Shadow-Episode gehört, die es ja schon gibt. Aber ich glaube, ob die es überhaupt in der Switch-Version gibt, weiß ich gerade gar nicht. Weil ich weiß davon, dass nur für PS4 und wie gesagt, ob es davon eine Switch-Version gibt, keine Ahnung. Vielleicht erst nach dem Durchspielen der Story oder so, wer weiß. Ich habe davon keine Ahnung. Soll ja noch Super Sonic auch noch geben. Deswegen, mal schauen. Ah, das ist wirklich schwierig, ey, mit der Bewertung, ne? Weil, wie gesagt, es ist, sagen wir es mal so mittelmäßig, weil so krass hat sie mich jetzt nicht so überzeugt. Obwohl der Final Boss Fight auch für meine Verhältnisse, sag ich jetzt mal so quasi, für meine Dummheit, wie ich mich angestellt habe, etwas krass war. Und die Musik im Hintergrund ist voll nice. Egal. Ah, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich gebe mal eine gute 6,2 von 10. Aber ganz knapp. Ich würde es sogar mit 5,8 bewerten. Aber das sind noch so Trostpunkte, nenne ich jetzt mal. Weil, wie gesagt, das mit dem, mit diesem Weltuntergangs Idee, nenne ich es jetzt mal, ist schon gut. Aber allgemein irgendwie, ich weiß nicht. So, nach einer Weile hat es mich dann nicht so umgehauen. Es ist zwar schön, dass es Sega bzw. das Sonic-Team es mal wieder versucht hat, mal wieder ein Sonic-Spiel zu kreieren. Aber gerade von den Bewertungen, Metakritik oder allgemein so Metascore, ich weiß gar nicht, die Switch versucht sich wieder bald wieder selbst auszuschalten, deswegen lasse ich das erstmal so stehen. Versuch war okay, aber wie gesagt, die Bewertung, die war ja nicht so der Oberburner. Ich glaube, was war da die Metakritik? Metascore, ich glaube 53 oder 58, also das war noch so mittelmäßig noch so dahingestellt, so ungefähr. Aber wie gesagt, wirklich ein richtiges geiles Sonic wäre wieder geil. Wie damals, mir haben die DS-Teile gefallen, wie Sonic Rush und Rush Adventure. Obwohl das auch wieder so ein, aber gefallen hat es mir trotzdem.
Na, allgemein die 3D-Sonics. Okay, sei es mal dahingestellt, Sonic 06 ist... war okay, außer dass es rumgeleckt und rumgespackt hat, wie scheiße. Sei es mal dahingestellt. Aber ja, ich weiß zwar nicht, wie lange die Credits noch gehen, aber das war's erstmal von meiner Seite. Deswegen würde ich sagen, es war trotzdem der letzte Part. Ich weiß nicht, ob danach noch eine Shadow-Episode kommt überhaupt noch irgendwas. Also für die Switch-Variante, weil wie gesagt, ich weiß noch was von der PS4 und Xbox One-Variante, dass da was geben soll. Aber nee, darauf habe ich jetzt auch wirklich auch keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn etwas für die Vollständigkeit des LP-Projekts, aber nee, damit ist Schluss. Wir haben die Credits erreicht, bis dahin. Und ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich darf mich auf Schneiden freuen. Aber wie gesagt, wenn euch der letzte Part gefallen hat oder allgemeines LP-Projekt, ja, lasst es mich gerne wissen durch ein Like oder gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt das LP gefeiert habt. Und für die das Game gezockt haben, hat es euch gefallen? War überhaupt so ein richtiges Sonic-Feeling überhaupt drin für euch? Oder denkt ihr euch, nee, das Spiel war scheiße oder so, das Sonic-Team bzw. Sega kann komplett mit Sonic aufhören, die... nee, da wird sowieso nichts draus. Oder denkt ihr euch, sollen die nochmal einen Versuch starten und diesmal ein richtiges geiles Sonic raushauen? Lasst es mich gerne unter den Kommentaren wissen. Ich bin erstmal raus. Danke für alles, einfach nur für das Projekt, alles drum und dran. Und ja, wir sehen uns bei einem nächsten LP-Projekt wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. Und ich lasse die Credits natürlich weiterlaufen, also nur die Begrüßung. Ciao. Endlich ist diese ständige Kämpferei zu Ende. Alle können heimgehen und sich ausruhen. Der Widerstand ist nicht mehr nötig. Moment, es gibt noch eine Menge zu tun. Jetzt geht's erst los. Hä? Was? Du gehst? Andere brauchen auch deine Hilfe. Aber okay, ich werde dich nicht aufhalten. Mann, das erste Mal, als ich dich herumeiern sah, konnte ich mir nicht vorstellen, dass du all das durchhältst. Ich habe meine Meinung geändert. Ich wusste, du schaffst das, Rekrut. Naja, jetzt bist du wohl kein Anfänger mehr. Gut gemacht, da draußen. Immerhin hast du nicht bis zur letzten Minute gewartet, um dann einen auf Weltretter zu machen. Der Kampf ist vorbei. Und der Widerstand abgeschlossen. Aber wir werden für immer Freunde bleiben. Niemand kann allein die Welt wieder aufbauen. Wir müssen zusammenarbeiten. Und uns ins Zeug legen.
Machst du dich auch vom Acker? Genau mein Gedanke. Immer weiter, was? Egal, was passiert, ja? Hey, wir sind uns ziemlich ähnlich. Bis dann, Partner.